herzlich willkommen zurück, ihr lieben Freibeuter und Freizeitpiraten, zu einer weiteren Folge von Let's Retro, Flucht der Karibik. Ja, wir gucken aufs Abenteuerbuch und wir sollen die Stadt erkunden, Ox Bay, und ich glaube, das wird... Nein, Redmond, wir sind in Redmond. Ja, wir sollen Ox Bay erkunden. Echt jetzt? Ja, die eingenommene Stadt. Ah, okay, also das bedeutet, wir werden erstmal zurück zum Hafen gehen, auf unser schönes Schiff, die Victory. Und dann werden wir zurück nach Ox Bay segeln. Oder? Nicht. Weil Ox Bay wird von 3 französischen Schlachtschiffen beschützt. Aha. Und wir haben mit unserem Schiff keine Chance, da irgendwas zu richten. Oh Mann, das klingt ja total genial. Bedeutet. Wir müssen uns jetzt entweder andere Schiffe entern, kapern und damit Geld verdienen, um uns bessere Schiffe zu holen. Okay. Oder wir gucken, ob wir irgendwo eine Nebenmission finden. Dann würde ich sagen, wir fahren zu anderen großen Inseln von England. Okay, das wäre welche? Ist das nicht Redmond? Redmond ist die größte. Okay. Oder Ox Bay. Und danach kommt doch... Ja, wir gucken mal lieber in unser Handelsbuch. Ox Bay. Dalwhale. Ist das nicht Niederlande? Oder ist das auch England? Keine Ahnung, was? Eine große Insel. Okay, gut. Da fahren wir auf jeden Fall erstmal hin und schauen uns da mal ein wenig um, was man da so machen könnte, um uns für die Schlacht gegen die Franzosen zu rüsten. So. Dann sind wir auch schon gleich wieder bei unserem Beiboot, mit dem wir zu unserem richtigen Schiff. Wobei, wir brauchen einen neuen Kapitän, also müssen noch einen mit 2 andere Generäle. Und dann brauchen wir noch... Und natürlich nehmen wir die Schnellreise, weil ansonsten würde das einfach zu lange dauern. So ist die Frage, das Ox Bay. Und dann müssten wir, glaube ich... In irgendeine Richtung, Daumen, ja. Ja, genau, dann müssen wir. Ist das Richtung Südwesten? Westen ist. Jetzt geradeaus, ja, Südwesten. Nein, das ist Boston natürlich. Also Boston. Fahren wir jetzt nach Südwesten. Ja, wir fahren nach Boston. Ja, jetzt müssen wir nach Süden. Ja, das mit dem Kompass finde ich ist echt cool gemacht. Ah, da kommt ein Sturm, da sollten wir vielleicht lieber nicht reinfahren. Besonders nicht, wenn wir direkt vor der Insel sind. Das wäre ein bisschen blöd. So, dann legt da mal an. Und dann schauen wir uns da mal um. Oh, wie schön. Ich finde, für ein altes Spiel ist die Grafik okay. Ja. Ich finde, viele Sachen haben sie schön gemacht. So, dann legen wir mal an und gehen in den Hafen. Auf geht's. Und dann gucken wir, was hier los ist. Und da laufen auch schon nackige Leute umher. Also scheinbar scheint es da wohl sehr warm zu sein. Ja, doch. Wir könnten ja vielleicht mal zu einem Händler gehen und gucken, was es da so gibt. Vielleicht kann man das auch sehen. Ja, das war mal wieder die falsche Taste. Hello, Captain. Also, ja, sehen wir, was ihr habt. Sie haben Schwerter, die wir erstmal nicht brauchen. Und das eine Schwert ist irgendwo. Ich finde es ein bisschen aus wie eine Rohrzange. Oder ein Gehstock. Irgendwie sieht es komisch aus. Aber das ist ein Schwert. Aber erstmal brauchen wir noch nichts. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in Stadt hin. Und dann gucken wir, ob wir irgendwas hinkriegen. Aber guck mal, die Soldaten sehen irgendwie anders aus. Spanisch vielleicht. Ich finde... Naja, ist ja auch egal. Aber nein, Spanisch, dann wird die Insel irgendwie so... total Spanisch, scheiße. Das sieht anders. Die Frage ist, wie viel Geld haben wir denn? Haben wir genügend Geld, um das neue Schiff zu kaufen? Vergesst nicht, mein Freund. Der holländische Schoner ist der beste Schiff überhaupt. Mann. Was haben wir denn hier für Schiffe? Das sind alles zu teure Schiffe. Ja, die sind alle schon relativ teuer. Wir könnten... Oh ne, 8. Logger. Das ist bestimmt... Die Kapitäne davon haben bestimmt immer eine Logger-Jogger an. Ja, und das Schiff ist auch eine Logger. Aber egal. Ach so. Oh. Okay. Gut, dass du das... Gut zu wissen, das wollte ich auch gerade sagen. So. Irgendwas muss hier passieren. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo wir weitermachen sollten. Ich auch nicht. Meinst du nicht, wir sollten vielleicht erstmal gucken, irgendwie in eine Taverne oder so zu gehen? Ich weiß ja nicht, ist es gerade Nacht oder Abend oder so?
Wir gehen mal ins Rathaus von Dauwes, mal gucken, was der sagt. Achso. Oh, schon wieder so ein dicker Kopf. Meine Herr Captain, ich hoffe, es ist alles zu eurer Zufriedenheit. Ja. Wir haben uns überlegt, wir werden diese Dialoge nicht mehr lesen. Nein, also zumindest die langen Dialoge. Wenn ihr sie euch durchlesen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Wir werden auf jeden Fall aber trotzdem nicht alles überspringen. Okay. So. Ah, wir sind Captain Ethel natürlich. Ja, klar, und das ist hier Wynet Green. Ja, vielleicht ist das wirklich ein. Aber dein Vorname könnte Englisch sein. Wynet. Oder Spanisch. Aber grüne Welt, komm, das ist ein Holländer. Aber der Vorname könnte Englisch oder Spanisch sein. Ich kenne keinen einzigen Spanier, der Reynard heißt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine holländische ist. Meneer Captain. Okay. Ich hoffe, es ist alles zu eurer Zufriedenheit. Ja, Meneer, das ist Holländer. Das ist ein Holländer. Also können wir hier auch nicht interagieren? Warum? Nö, ich weiß auch nicht, warum wir gerade zu uns Vaters kommen. Ich auch nicht. Okay. Mal gucken, was die Menschen hier sagen. Meinst du, die könnten sagen. Ah, Werte Captain. Habt ihr etwas Scheit für mich? Janneke blinken. Oh. Was sagt die Gute denn? Ja, also auslachen tun wir sie auf jeden Fall nicht. Unsere Kinder wurden letzte Nacht entführt und unser Gouverneur hat nicht einmal einen Finger gerührt. Das geht ja gar nicht. Nein, das ist ja hier. Das ist unter aller Sau. Sollen wir gleich der amerikanischen Regierung melden? Ist das eigentlich jetzt ein Nebenquest? Ich glaube ja. Das wäre auf jeden Fall cool, dann würden wir nämlich heute Morgen gleich sehen. Okay, jetzt habe ich ein neues Eintrag im Logbuch. Okay. Ich soll. Als ich auf Duwesen war, fand ich heraus, dass letzte Nacht mehrere Kinder entführt wurden. Die Frauen, deren Kinder verschwunden waren, sollten sich um Hilfe an den Gouverneur wenden. Der empfing keinen Besuch. Vielleicht kann ich mit ihm sprechen. Genau. Ich würde sagen, den gehen wir mal zum Gouverneur. Also, das Rathaus ist schon zu. Das Rathaus ist schon zu. Ja. Sagen wir mal, wir sind zur Taverne. Stimmt. Dann nehmen wir uns am besten so eine coole kleine Kajüte. Ach nee, Kajüte. Ich schlunge, oder Nüchter. Ich sehe besser aus. Jede stinkende Engländer. Oh, 5 Goldstücke, das geht ja eigentlich noch. Wenn man von den heutigen Hotelpreisen mal aussieht. Und hier sind ja auch immer noch ein paar Dinge drin. Nö, nicht. Schade. Ist ja irgendwo anders. Nein. Ich glaube auch. Aber wenn wir jetzt wieder rausgehen sollten, müsste es rein theoretisch stark sein. Machen wir es doch mal. Richtig. So, noch schnell die Treppe runtergesetzt und dann schön an die frische Luft. Und es ist Tag. Und es ist Tag. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal straight zum Rathaus. Ich finde, die Häuser sind echt schön gebaut. Ganz ehrlich. Wenn man sowas bei Minecraft bauen würde. Da brauche ich meine runde Blöcke. Ja, da brauche ich. Ja, aber ich finde die Insel so schön. So, da würde ich mal gucken, ob er als Gouverneur gilt. Meneer Captain, ich hoffe, es ist alles zu eurer Zufriedenheit. Ja, er ist definitiv. Ich sag dem Gouverneur, dass ich im Auftrag der Frauen komme. Mhm. Und jetzt sag ich mal, dass wie unten der belegt, dass es so nicht geht, was er macht. Und ja. Ja. Okay. Schließlich wollen wir das Let's Play auch nicht in die Länge ziehen. Geht mir ganz schnell durch. Sehr gut. Jetzt müssen wir einen ehemaligen Kapitän finden. Und eine Taverne finden. Nee, das ist, glaube ich, ganz oben ist der letzte Teil der Quest. Da auch. Der Gouverneur von Duwesen bat mich, der Sache nachzugehen und versprach mir eine Belohnung, wenn ich erfolgreich sei. Der einzige Hinweis kam vom Captain eines Handelsschiffes. Er sah am Morgen eine geheimnisvolle Fregatte die Bucht der Insel verlassen. Der Kapitän ist jetzt in der Taverne. Ich werde meine Arbeit damit beginnen und mit ihm sprechen. Alles klar, dann würde ich sagen, wieder auf zur Taverne. Und dann sprechen wir mal mit dem
Wolltest du nicht gerade noch zur Taverne? Ja, ich kann nicht schnell reisen. Ah, ja. Okay. Wahrscheinlich während der Quest oder so. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen nach Taverne. Von wo bin ich jetzt gekommen? Da bin ich aber hier irgendwo. Ich glaube, eine Taverne hat immer noch immer so ein Schild dran. Das haben alle. Das ist. Was steht denn da dran? Zack. Zack heißt es. Der Laden. Ja, wir können leider kein Holländisch. So verliere nicht. Das ist die Werft. Ja. Okay. Das ist ja gut. So, dass das Rathaus. Gib vielleicht jetzt rechts den Weg. Ja, mach ich vorhin schon. Und dann geh geradeaus. Weil jetzt wird es wieder nach. Ich glaube, das ist. Wer ist das Stadttor? Das ist der Ausgang. Versuchen wir mal eine schnelle Reise zu machen. Nee, ich glaube, das geht nicht, weil der sagt ja mir, dass irgendwas passiert oder auch nicht. Gut. So. Das war vielleicht ein Problem. Jetzt wirst du mit einem hier reden. Na jo, ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal die Perle, weil ich kann mir unschwer vorstellen, dass irgendeine Frau. Hola, was kann ich für euch tun? Ja, der will sich ausruhen. Ich meine, das würde ich an seiner Stelle auch machen. Ach, aber es ist der Richtige. Okay. Ja. Oh, cool. Gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Du musst jetzt auf die Pirateninsel. Auf die Pirateninsel? Ja, auf sie selber fragen. Ah, na supi, das wird ja obergeil. Weißt du zu. Ich habe mit dem Captain des Handelsschiffs gesprochen. Eine schwarze Fregatte hat die Kolonie mit Kurs auf Greenport verlassen. Vielleicht waren es die Piraten aus dem Dschungel, die die Kinder entführt haben. Also müssen wir jetzt nach Greenport, nach Insel. Ja, ich denke mal, aber das müsste eigentlich nicht wissen. Vielleicht ist das ja die. Naja, was heißt, vielleicht ist das die Piraten. Ja. Aber irgendwie ist die in unserem Handelsbuch nicht eingezeichnet. Also es kann ja nur Conseil sein. Oder vielleicht die Flur. Oder Isla Muela. Hans Isla Muela. Genau. Piratisch. Am piratischsten. Genau. Stimmt. Ist das ein Rathaus? Das weiß ich auch nicht. Alles klar. Gut. Und dann würde ich eigentlich auch schon fast sagen, dass wir, wenn wir auf unserem Schiff sind, erstmal die Folge beenden, weil es wird langsam wieder Zeit. Und dann fahren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge gleich zu dieser Isla Muela. Ja, ich weiß zwar nicht genau, ob das denn wirklich die Pirateninsel sein wird. Es muss irgendwas mit einer Stadt oder einem Ort sein namens Greenport. Okay. Auf jeden Fall sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Retro Fluch der Karibik, dann hoffentlich auch in Greenport mit unserer Victory und Captain Nathaniel Hawk. Auf Wiedersehen. Tschüss.